Liebe Mitmenschen, liebe Mitwirkende, es ist heute Dienstag, der 26. März 2024. Morgenröte, so könnte ich das heutige Video betiteln, denn das, was am vergangenen Wochenende geschehen ist, ist etwas, was ich selber erst noch zu verdauen habe. Ich konnte nicht wissen, dass wir dieses Landschaftsheilungsseminar durchführten und wir mehrere Trilogien erlebten. Einmal die Trilogie 22, 23 und 24. Dann die Trilogie Böblingen mit dem Bauernkrieg und der Stollen, der geschaffen wurde, damit die Böblinger eine sichere Unterkunft hatten während des Bombardements. Als zweites Frankfurt und dort selber eine Trilogie erlebt haben, die sich gewaschen hat. Und dann auch noch beim Rheinwiesenlager in Remagen und Sinzig. Ich muss das jetzt erstmal alles verdauen. Manche Dinge muss ich kulturhistorisch noch nachforschen. Mir war auch nicht bewusst, wie wichtig Frankfurt in Bezug auf Schiller und Goethe ist. Gerade speziell Goethe. Für mich war Goethe und Weimar immer im Mittelpunkt. Aber dass Frankfurt so wichtig sein sollte oder ist in Bezug auf Goethe, Schiller und Kaspar Hauser. Das hat uns fast umgehauen. Interessant war auch die Witterung während dieser drei Seminare, wie Sonne, Wind, Regen und auch Hagel, beziehungsweise es war mehr ein Graupelhagel, uns begleitet haben und auch wie wir den Erzengel Michael erlebt haben. Es ist eine geballte Ladung, die ich jetzt erst noch zu verdauen habe, und es ist etwas Großes passiert. Darüber hinaus ereignete sich auf der Sonne einiges, was nicht berechenbar war. Und auch Astrologen oder Astronomen, die es feststellten, dass von der Sonne ein Impuls kam, der nicht berechenbar war. Und ich sage es immer wieder, die Sonne wird entscheidend werden. Und ich sage auch, warum? Es geht darum, das alte Mondenkarma abzulösen und neues Sonnenkarma zu beschreiben. Und das Sonnenkarma ist direkt verbunden mit dem Christus, der alle Planeten überwunden hat. Und deshalb wird das immer wichtiger, das zu berücksichtigen. Und das, was von den Planeten kommt und auch die Naturgesetzmäßigkeiten, manche Dinge über den Haufen werfen kann. Und damit, so sieht es aus, sind wir, die wir mit Humisal arbeiten, im Besonderen verbunden. Es wird also demnächst ein Video kommen, wo das ganz ausführlich beschrieben wird, was wir da erlebten. Wie gesagt, ich habe das erstmal zu verdauen und zu ordnen. Aber auch, wie gesagt, die Morgenröte hier, sie zeigt es uns. Es ist etwas Großes im Anmarsch. Aber was auch zu erleben ist, ist noch das Dunkle. Wir müssen den Karfreitag zulassen. Bis demnächst.
euer Bauer Hubert Mürli.